Ja, willkommen zum Mittagssalon der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich bin Julia Fischer, ich bin Vizepräsidentin und Mitglied im Beirat des Jahresthemas Vermessung des Lebendigen. Ja, hallo, auch von mir. Mein Name ist Daniela Dutsch. Ich bin die wissenschaftliche Koordinatorin für das neue Jahresthema und freue mich sehr, diesen Mittagssalon in dieser Form, außergewöhnlichen Form, mit Frau Fischer gestalten zu dürfen. Ja, wir hatten uns natürlich eigentlich darauf gefreut, das in größerer Gesellschaft zu machen und uns dabei Küchendüfte und Essensdüfte um die Nase wehen zu lassen und danach zusammen was zu essen und zu trinken und weiterzureden über das Thema, das wir Ihnen vorstellen wollen. Das Jahresthema der BBAW. Das Jahresthema ist ja eigentlich in Wirklichkeit nicht immer ein Jahresthema, sondern ein Zweijahresthema. Also es wird ein Thema gesucht oder das wurde gefunden, dass wir aus der Akademie heraus mit Leuten, die ja auch außerhalb der Akademie sind, beleuchten wollen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, in vielen verschiedenen Formaten und damit auch ins Gespräch kommen wollen mit Leuten außerhalb des akademischen Zirkus. Das soll also eine breite Betrachtung, ein breites Gespräch mit Ihnen, mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern werden. Und genau, die nächsten 2 Jahre, ganz wichtig, eigentlich ist es das Zweijahresthema, die Vermessung des Lebendigen, nimmt den Ausgangspunkt eben von den 200. Geburtstagen von Hermann von Helmholtz und Rudolf Virchow. Zeichnet quasi, wenn man so möchte, oder möchte quasi dann ausgehen von den Gedanken, Gegenständen, die die beiden Herren eben beschäftigt haben. Oder diese Themen, die diese beiden beschäftigt haben, fragen, ja, was für eine Relevanz haben diese beiden, der Physiologe Helmholtz und der Mediziner und Politiker Virchow, heute eigentlich noch? Genau, und eigentlich muss man sagen, waren die ihrer Zeit weit voraus. Sie haben also Themen aufgegriffen, die nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive dann betrachtet wurden, sondern sie haben sich auch über gesellschaftliche Implikationen Gedanken gemacht. Was bedeutet das eigentlich? Und ich möchte mal ein Zitat hier vorlesen von Virchow. Das zeigt, wie breit und wie multiperspektivisch er selbst gedacht hat. Und wir würden uns, glaube ich, freuen, wenn so etwas auch wieder angestoßen werden würde durch unser Jahresthema, diese Art des Denkens. Das ist ein Gutachten, das er geschrieben hat über die Kanalisation von Berlin. Die allseitige Aufmerksamkeit und die überaus rege Arbeit, welche den in den vorstehenden Gutachten besprochenen Fragen in der letzten Zeit zugewendet worden sind, bedingen in ganz naturgemäßer Weise einen häufigen Wechsel der Standpunkte. Jedes konkurrierende Interesse, jede selbstständige Arbeit bringt einen neuen Standpunkt für die Beurteilung. Der Steuerzahler hat einen anderen Maßstab als die Verwaltung, der Hauswirt sieht die Sache anders an als die Polizei. Aber auch die Landwirtschaft hat andere Interessen als die öffentliche Gesundheitspflege, die Chemie schiebt andere Seiten der Betrachtung in den Vordergrund als die Biologie. Erst allmählich, teils im Kampfe, teils im Zusammenwirken, werden die höheren versöhnenden Gesichtspunkte gefunden, welche als der Ausdruck der wissenschaftlichen Überzeugung des Zeitalters gelten können. Nirgends hat sich dieses in so schroffer Weise gezeigt wie in Berlin. Also eigentlich glaubt man ja, der nimmt teil an den ganzen Corona-Diskussionen, nicht? Also es ist, hat sich nicht viel verändert. Wir brauchen die Multiperspektivität, wenn wir uns mit komplexen Problemen befassen. Genau, und was so toll ist auch, genau, es braucht diese Multiperspektive und es ist irgendwie natürlich auch immer ein Kampf, diese ganzen verschiedenen Positionen zusammenzubringen. Und was auch so toll ist an diesem Gutachten über die Berliner Kanalisation, ist natürlich die Tatsache, dass
gerade in dieser aktuellen Situation mehr als wieder wichtig. Quasi Virchows Ansatz einer sozialen Medizin, die Gesundheit ja eben auch für alle Bevölkerungsschichten zugänglich machen möchte und quasi auch eine quasi aus dem Labor rausgeht, wenn man so möchte, und sich anschaut, okay, also ich kann hier irgendwie Zusammenhänge erkennen, was eben soziale Wohnsituation angeht und das Aufkommen von Krankheiten, ja, das Erscheinen von Epidemien. Und das ist auch irgendwie ein total, aktueller Befund in einer Art und Weise, ja, also was wir hier gerade auch erleben. Ja, das ist absolut richtig. Genau, und es gibt also verschiedene Aktivitäten sind geplant im Laufe dieses Jahres. Natürlich zunächst mal vieles wird virtuell stattfinden müssen, so wie wir hier eben nur virtuell miteinander zu Mittag essen werden, müssen wir Corona-bedingt natürlich auf ein paar Formate, die wir eigentlich im Auge hatten, verzichten, einstweilen und hoffen, dass wir dann später im Jahr und vor allem im nächsten Jahr dann wirklich Gelegenheit haben, wieder Live-Veranstaltungen zu machen, wo man sich dann auch treffen kann und wo es also verschiedene Orte geben wird, Ausstellungen, Gespräche, Workshops, die geplant sind. Da können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur auf den Kalender verweisen, also wo dann regelmäßig informiert wird, was als nächstes anliegt. Aber es soll nicht nur um Virchow und Helmholtz gehen, die natürlich unglaublich faszinierend sind, sodass man sich im Prinzip sein ganzes Leben mit denen beschäftigen könnte. Aber es gibt natürlich auch sehr aktuelle Fragen zum Thema Vermessung des Lebendigen und mit denen wollen wir uns auch beschäftigen. Genau, also beispielsweise auch zu überlegen, ist es tatsächlich so, dass das Vermessen eine Technik jetzt ist, jetzt auch mal in Anbetracht digitaler Möglichkeiten, etwas, was quasi immer nur auf das Lebendige zugreift und versucht, es irgendwie fassbar zu machen? Oder könnte man vielleicht sogar auch sagen, ja, also wir leben eigentlich in einer Zeit oder wir leben eigentlich mit Vermessung schon längst. Ja, also denken wir an die ganzen Apps und dieses Self-Tracking, also unsere Sicht auf die Welt ist schon eine vermessene quasi. Ja, auch auf sich selbst. Ja, also die Optimierung, die Möglichkeit, nicht nur seine Schritte zu zählen, sondern unseren Kalorienverbrauch, sondern vieles mehr. Zum Thema App fällt mir natürlich auch ein, jetzt Corona-Tagebuch. Also was wir ja auch machen, jedenfalls wenn man das wirklich ernst nimmt, dass wir aufschreiben, wie viele Sozialkontakte wir hatten. In vielen Fällen schreibe ich auf gar keinen, ja, aber natürlich gibt es dann doch Situationen, wo man mit Leuten interagiert. Und wir haben auch eine App, eine Corona-App, die sich merkt, das ist nun datenschutzmäßig alles gut abgesichert, dass das nicht irgendwie ausgewertet werden kann. Aber theoretisch sind natürlich diese Technologien verfügbar, von jedem im Grunde ein Bewegungsprofil zu erstellen, ein Kontaktprofil zu erstellen. Und auch das muss ja immer wieder diskutiert werden. Ja? Also wie gehen wir mit diesen Daten um? Was sagt das über eine Gesellschaft aus, die verschiedene Bewegungsprofile aufweist, selbst wenn es jetzt gar nicht individuell zuordnenbar ist? Also das sind für mich auch Fragen, die in dem Kontext Vermessung des Lebendigen natürlich auftauchen. Ja, absolut. Und genau dieser spannende Punkt, das eben auch zu hinterfragen. Klar, das lässt sich natürlich aus natur- und geisteswissenschaftlicher Perspektive tun, natürlich. Das erleben wir ja auch gerade ganz besonders. Aber was ja am Jahresthema auch immer ganz spannend ist, an angedachten Veranstaltungen des Jahresthemas, dass man auch die künstlerische Perspektive mit einbezieht. Also gibt es künstlerische Vermessungstechniken, die quasi auch eine Art, will ich mal sagen, Lebenswissen formen, das
spannend ist, quasi um reflexiv irgendwie zu versuchen, diese aktuellen Vermessungstechniken und zu durchdringen. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, ich denke jetzt gerade an dieses tolle Buch von Judith Schalansky, das Verzeichnis einiger Verluste, 2018 bei Sokamp erschienen, wo das Verzeichnis, die Technik des Verzeichnens in eine literarische Poetik überführt wird, wenn man so möchte, und das Verzeichnen zu einer vermessenen oder eher einer Technik des Vermessens wird, Dinge, die dann eben verschwunden sind, irgendwie und nicht mehr fassbar sind, doch irgendwie wieder einzufangen, ja. Also das ist total, total spannend, ja. Also gerade will ich mal sagen, dieser künstlerische, literarische Blick auf Vermessungstechniken, weil dadurch, dass ja quasi die, will ich mal sagen, die Kunst, wenn man so möchte, befreit ist von der Pflicht auf Referenzialisierbarkeit, hat sie quasi Möglichkeiten zu spielen mit diesen eigentlich von uns ja klar nicht eigentlich so im Alltag wahrgenommenen Wahrnehmungsweisen und Darstellungsformen, die wir einfach so annehmen, sondern es gibt quasi dann immer die Möglichkeit, will ich mal sagen, der Kunst oder Literatur da so das so aufzupieksen, ja, und quasi so eine Art Korrektiv zu sein auch zu dem, was wir hier jetzt so erleben und einfach so hinnehmen vielleicht. Ja, unbedingt. Also ich meine, da gibt es, habe ich also verschiedene Installationen auch schon gesehen, die im Prinzip Daten abgreifen von den Besuchern. Ja, also sei es die Wärme, sei es, wenn man die jetzt noch mit Sensoren ausstattet, Herzfrequenz, oder man kann im Prinzip alle möglichen physiologischen Parameter abgreifen, zum Teil eben auch über indirekte Messmethoden, und diese dann gewissermaßen widerspiegeln, verarbeiten und daraus Musik machen oder Farben oder, ja, also man kann natürlich da auch sehr viel ästhetische Dimensionen neu ausloten, aber auch zum Nachdenken anregen wiederum, ja, was ist denn eigentlich alles wahrnehmbar auf eine gewisse Weise, ja. Also wir können zum Beispiel bei uns, ich arbeite ja im Primatenzentrum, das ist eine Technologie, die da entwickelt wurde und eingesetzt wurde, die den Herzschlag, also den Puls der Affen misst, einfach nur anhand der Videoaufnahmen. Weil natürlich jedes Mal, wenn eine Pulswelle durch unser Gesicht geht, verfärbt sich das etwas röter. Ja? Und man kann dann durch gewissermaßen die Berechnung der Unterschiede zwischen Rot, Grün, also wie rot ist das Bild gerade von Millisekunde zu Millisekunde im Vergleich, dann kann man tatsächlich den Puls extrahieren. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ohne dass Leute sich dessen gewahr sind, herauszufinden, wie die auf etwas reagieren. Ja? Und ich meine, ich denke immer, für mich ist dieser Film, wie heißt er, mit Tom Cruise, mit dem Orakel, ja, also Minority Report. Minority Report, ja, genau. Minority Report, das ist ein so prophetischer Film. Also wenn man sich den anguckt, und was damals war das unvorstellbar, dass diese Technologien entwickelt werden würden, und jetzt sind sie fast alle da. Also man geht irgendwo lang und natürlich erkennt die Werbung, wer man ist, und spielt einem gewissermaßen genau ein, was man jetzt zu sehen und zu kaufen hat. Und die Möglichkeit, physiologische Daten zu erheben von Leuten, die sich dessen nicht gewahr sind. Also das ist, finde ich, unheimlich interessant. Und dann kommen wir natürlich als nächstes zu der Frage, wann wird das Gedankenlesen als eine Vermessung des Lebendigen, ein Aspekt der Vermessung des Lebendigen, wann wird das wirklich möglich? Und da gibt es ja schon Ansätze über Imaging-Methoden, also dass man die Leute in den Scanner packt und dann durch die Messung oder Vermessung von Aktivierungsmustern im Gehirn Vorhersagen machen kann, woran sie gerade denken oder wofür sie sich als nächstes entscheiden. Und gut, das ist jetzt keine Methode, die gewissermaßen praktikabel ist für einen Alltagsgebrauch. Ja, ist natürlich eine hochtechnische Situation. Aber das ist schon interessant, also inwieweit auch immer mehr Zugriffe gewissermaßen möglich sind auf das ganz Private.
Ja, total. Was ich so spannend finde, also super, diese Filmreferenz mit, also Minority Report, weil wenn ich so überlege, was das auch mit unserem Zeitempfinden macht, ne? Weil geht ja quasi darum, irgendwie, also predicting the future ein bisschen, ne? Also es geht ja nun tatsächlich darum, ne? Also Verbrecher, bevor sie das Verbrechen begehen, ne? Das ist doch die Grundidee in Minority Report zu sagen, okay, wir fangen die schon ein, obwohl sie eigentlich, wir können vorhersehen, es ist vorhersehbar, dass sie diese Tat begehen und deswegen nehmen wir sie vorher schon fest. Ich meine, das ist quasi eine vorgezeichnete Zukunft, die eigentlich uns total bewegungslos macht. Gerade sind wir ja auch noch alle total bewegungslos, aber ich meine, unglaublich eigentlich, ne? Also was, weil dieses quasi Zukunft schon vorhersehen und sagen, bedeutet ja zugleich irgendwie dann auch, oder die Konsequenz wäre dann auch eigentlich ja, okay, die Zukunft als Möglichkeitsraum ist gar nicht mehr gegeben, ja, sondern quasi man zieht diese Möglichkeiten in ein Jetzt, in die Gegenwart und als Optionen werden sie quasi da so aufgelistet oder was. Aber es gibt quasi die Zukunft als etwas Kommendes, Gestaltbares dann gar nicht mehr. Oder man muss es anders konstruieren. Also das finde ich total, total spannend, ne? Und was damit dann halt zusammenhängt. Also genau, also ja. Also was macht das dann mit Leben, mit den Biografien der Menschen, wenn quasi Zukunft schon so vorhersehbar ist, oder ne? Also sehr enorm. Oder ich meine, wenn man auch so in die Quantentechnologie geht und sich dort die Fortschritte ja anschaut und ich bin da auch mal dann total überfordert eigentlich. Also es überfordert einen ja total, sich vorzustellen, ja, also dass irgendwie es dann Rechenmethoden gibt oder was, die quasi Zukünfte berechnen können und sie übereinander legen quasi, ja. Und ja, also wo bleibe ich dann oder wo kann ich noch entscheiden, wo ich hingehen möchte quasi oder was ich sehen möchte, was ich kaufen möchte. Also das ist schon enorm, ja. Ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen noch futuristisch, hört sich das fast an, ja. Aber das sind auf alle Fälle Entwicklungen, die wir beobachten müssen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und insbesondere die gesellschaftlichen Implikationen also diskutieren müssen auf alle Fälle. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, die sind jetzt schon relevant. Also angefangen von, sagen wir mal, pränataler Diagnose und über die zunehmende schnelle Verfügbarkeit von genomischer Information, dass man natürlich Vorhersagen machen kann über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten Krankheit, ja, also Recht auf Nichtwissen, Schutz dieser Informationen gegenüber Versicherungen und sowas. Also das sind ja ganz aktuelle Themen, die mit der Frage nach der Vermessung des Lebendigen zusammenhängen. Und ich denke, dass wir da auf alle Fälle in der Akademie und im größeren Kontext, also mit anderen Gesprächspartnern, wirklich sehr, sehr wichtige Debatten eben auch anstoßen können und weiterführen können. Absolut. Ja, also wir hoffen, dass Sie als Publikum Appetit bekommen haben und Appetit auf mehr Wissen, Appetit auf Debatten, auf Besuche. Und wir werden jetzt hier in unser kleines, in unsere Mittagessenpause gehen und freuen uns auf möglichst baldige Treffen in persona und den weiteren Austausch. Vielen Dank für Ihren Besuch hier. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss, guten Appetit.